alle drei kommen ursprünglich aus Hannover und haben uns da auch zusammengetan als Ledu vor 5 Jahren. Und vor etwa 4 Jahren bin ich nach Hamburg gezogen und habe dann in den Jahren danach Toni und Felix irgendwie überredet, auch dahin zu ziehen. Als ich hergezogen bin, war das, glaube ich, der erste Club jetzt vor ein paar Monaten, wo ich wirklich hier feiern war in Hamburg. Da war Soundstream hier im Palhall. Das war echt ein ziemlich cooler Abend auf jeden Fall. Also der Club ist generell ganz cool. Und witzigerweise hat es sich dann so ergeben, dass wir ins Studio konnten hier oben im Club. Ist auch ein Studio. Und da haben wir dann für unsere wahrscheinlich nächste Single von unserer EP Vocalaufnahmen gemacht. Mit unserem Kumpel Gordian. Natürlich ist der Titel in erster Linie irgendwie auch so ein Wortspiel, was sich auf die Fuhle bezieht, die Fuhlsbüttler Straße, wo wir immer unsere Songs produzieren und so ein bisschen Barmbek representen wollen. Und sonst hat es trotzdem noch irgendwie so einen Anklang, dass man das vielleicht auch international noch irgendwie versteht, selbst wenn man jetzt keinen Bezug zur Fuhle hat. So, das fand ich eigentlich ganz, ganz cool und auch so die Bedeutung von Fool's Gold. Hat dann irgendwie passt das ganz gut dazu. Ja, im Vergleich zu Hannover ist es natürlich ein Riesensprung gewesen, was die elektronische Szene angeht. Einfach durch das Angebot, was es hier gibt. Man kommt wirklich in jeder Musikrichtung auf seine Kosten. Also damals, als ich hierher gezogen bin, haben halt unsere Jungs von Dune Shop noch ordentlich Partys immer gemacht. Das gibt es jetzt in dem Rahmen leider nicht mehr so. Also da hatten die dann halt auch mal so Torterie oder sowas mal testweise gebucht oder Breakbot. Und so ein bisschen so diese Schiene fehlt, so ein bisschen hat man das Gefühl. Aber auf der anderen Seite tun sich halt auch irgendwie dann mit so neuen Clubs wie Pal oder die Geschichten, die so im Golem und so passieren, irgendwie dann auch immer irgendwie so neue Sachen auf, die irgendwie so dann einfach nochmal eine andere Tür öffnen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Ich denke, so wird das immer sein, dass sich irgendwie eine Tür schließt und die andere irgendwo öffnet. Ja.